Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Ultrasonne Nuzlocke Challenge. Witzige Geschichte. Ich wollte gerade aus einem Glas trinken, habe vergessen, meine Lippen unten anzusetzen und habe einfach von meinem Gesicht das Glas über mein, also das Wasser, was im Glas ist, über meinen Schoß gekippt. Und jetzt habe ich einen nassen Schoß, weil ich vergessen habe, meinen Mund dran anzusetzen. Ich bin absolut nicht überlebensfähig. Oh mein Gott. Gut, jetzt bin ich total nass und folge. Es war nicht mal Wasser. Oh Gott, es bin total klebrig und aber ich werde jetzt trotzdem mit meinen klebrigen Schoß diese Folge mit euch gemeinsam durchstehen. Und ich bin gespannt. Wir wollen diese TM haben. Ich will einfach vorbeischleichen? Nein. Quap! Was? Werden wir jetzt hier von drei Quappelschwappeln angegriffen? Nein, von einem. Das hätten wir aber auffangen können. Aber es haben wir Empfinion. Wobei Quappe vielleicht besser gewesen wäre. Ist die Entwicklung davon nicht auch wieder ein Geist-Pokémon? Das würde mich jetzt sehr amüsieren. Wartet mal. Das muss ich jetzt... Wir haben in der letzten Folge... Ja, haben wir ja festgestellt, dass es sehr viele Geist-Pokémon in Alola gibt. Quappe. Ich denke mir, eine Entwicklung wäre auch Geist. Das ist sogar schon ein Geist-Pokémon. Mann ey, wie viele Geist-Pokémon gibt's denn hier bitte? Das ist ja voll schlimm. Die Quappe sind in die Wellen verschwunden. Ah, puh, das war knapp. Vielen Dank. Hättest du nicht so bei Herz eingegriffen. Wie ist wie ich in diese prekäre Lage gekommen bin? Tja, eigentlich wollte ich ja nur ein einzelnes Quappe fangen. Aber dann hat es plötzlich seine Artgenossen zu sich gerufen. Ich weiß ja, dass sie nur spielen wollten, aber wenn man etwas von dem Gift aus ihren schleierartigen Armen abbekommt, wird man dir nichts gelähmt. Aber ein Gutes hatte die Sache ja doch. Ich habe dich getroffen. Danke nochmal, dass du mich gerettet hast. Huh. Mann, mein Herz schlägt immer noch so schnell von der ganzen Aufregung. Oha, fast hätte ich es vergessen. Dir etwas für deinen mutigen Einsatz zu geben. Hier, nimm diesen Fatum-Knoten als Erinnerung an unsere schicksalhafte Begegnung. Das war doch irgendein wichtiges Item. Fatum-Knoten war wichtig. Das weiß ich. Fatum, ist das nicht irgendwas, um die Pokémon ordentlich zu trainieren? Anziehung, Status, egal, Anziehung, dann allen Gegner ebenfalls darin anziehen. Den anderen Teil, dieses Item, maximale 5 anstatt 3 DV. Ach ja, für die Zucht, der DV-Werte. Genau, also für Training und Zucht. Quasi, wenn man Pokémon richtig gut aufziehen möchte. Aha, ein Veteran. Hier habe ich einst um die Hand meiner Frau angehalten. Jetzt weilt sie nicht mehr unter uns. Oh mein Gott. Ich versuche jetzt nochmal zu trinken, ohne mir die Hälfte in den Schoß zu kippen. Gott sei Dank. So, Veteran Horst fordert dich heraus. Dessen Frau nicht mehr unter uns weilt. Oh nein, Welser. Böse Falle. Böse Falle. Welser ist ein Bodenwasser-Pokémon. Das heißt, dass unsere Elektroattacken absolut wirkungslos sind. Bobo. Bobo nimmt sich der Sache einmal an. Wir können uns ja mal Bobos Signature Move angucken. Das ist eine Idee. Vielleicht etwas übertrieben, aber man kann es ja mal probieren. Z-Kraft. Schatten, Pfeilregen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Und Sieht sehr cool aus. Bobo nimmt all seine Kraft zusammen. Und wer ist das so? Was? Der hat das auch noch überlebt?
Das gibt's ja nicht. Nein, ich wollte keine Unheilböen. Ups. Was kommt jetzt? Ein Kramchef. Oh. Ja, also. Ich glaube, es wird aber Zeit für uns zu gehen. Ja, Steinbeißer. You can do it. Oh Mann. Der Typ weiß, was er tut. Okay. Wie kam ich eigentlich jetzt nochmal auf die Idee, ein Käfer-Pokémon gegen ein Flug-Pokémon in den Kampf einzusetzen? Ach ja, ich bin dumm, ich vergesse das immer wieder. Ich habe mal gesehen, ja, hier Flug, Elektro-Pokémon. Aber ja, manchmal denke ich irgendwie zu wenig nach. Das kann auch mal fatal enden. Aber so richtig. So, das Welser kommt wieder. Wir wollen natürlich wechseln auf Bobo. Oh mein Gott, der Steinbeißer hat noch knapp überlebt. Stellt euch mal vor, was es für ein Ärgernis gewesen wäre, ja? So lange wäre er bei uns im Team gewesen und dann so kurz vor Ende verreckt. Also das heißt vor Ende. Nach all der Zeit, das wäre trotzdem ärgerlich gewesen einfach. So, warte mal, jetzt hier Rasierblatt. Weg mit dem. Muss das nicht eigentlich sehr effektiv sein? Ja. Oh, Liebste, weise mir den Weg, sei mein Leuchtturm. Was? What? So, dann würde ich mal ganz schnell gerne, bevor ich noch irgendwas anderes jetzt hier mache, einen Hypertrank einsetzen wollen. Was haben wir denn jetzt hier noch? Verhöhner. Genau. Sehr schön. Machen wir mal Bäre. Wenn es eingefroren. Pokémon stärker Freundschaftregeln und KP-Basis werden. Na, ganz toll. So, Fatum-Knoten, Megablock, Mondstein, Kutterball. Habe ich eigentlich einen Leuchtstein? Ist das irgendeiner? Kann ich einfach noch gegebenenfalls kaufen. Einen Leichtstein habe ich. Fast. Ja, das gilt. Na gut, genau. Ich würde gerne einen Hypertrank einsetzen, genau. Steinbeiß etwas auffrischen. So, was haben wir denn jetzt hier für eine TM? Spukball. Interessant. Damit kann man ja mit der Hilfe was anfangen. Wartet mal. Kann ich irgendeinem meiner Pokémon denn zufällig Spukball beibringen? Das wäre natürlich formidabel. Ich weiß gar nicht, ob es so klug ist. Nee, überhaupt nicht. Und okay, komm, lass mir das. Könnte aber später nochmal nützlich werden. Also das gehört definitiv zu den TMs, über die ich mich mehr freue. So, gibt es hier noch irgendwelche interessanten Kämpfe für uns? Ja, wilde Pokémon-Kämpfe. Yay, wilde Pokémon, yay! Was haben wir denn jetzt hier? Oh, noch ein kleines süßes Finion. Na, du kleines. Wobei ein Quappel schon nicer gewesen wäre, aber wir haben, weiß Gott, genug potenzielle Geist-Pokémon, die wir in unser Team stopfen können. Und zack. Sehr schön. Ich bin stolz. Ach, mein kleiner süßer Steinbeißer. Er ist so schnell groß geworden. Nein, schnell nicht. Es hat lange gedauert. Aber hier ist er nun. Ach, Mann. Hör auf. Ich will mir die Karte angucken. Diese dummen Rotom-Tipps immer. Die gab es am Anfang nicht. Die kam nicht so oft. Ist das auch schon irgendein Update jetzt gekommen, dass der andauernd so ein Mist redet? Kann man das irgendwie ausstellen vielleicht? Das geht doch bestimmt irgendwo, oder? Jetzt muss ich schon mal ganz kurz überlegen. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Was hat nochmal die? Wartet mal, bevor ich jetzt hier irgendeinen Mist mache. Goofa. Was war das nochmal für eine Eigenschaft? Markenkrempler.
Wird durch eine Attacke besiegt, fügt sie dem Angreifer Schaden in Höhe des KP-Werts zu, den es besaß, bevor es kampfunfähig wurde. Reichen, oder? Ja, das überleben wir auf jeden Fall. So viel KP hat das nicht. Und Markenkrempler. I'm okay with that. So. Ah, ich wollte vorher nochmal angreifen. Ich wollte jetzt hier nichts riskieren. So ein Goofer kann in der Nuzlocke echt gefährlich werden, wenn man nicht damit rechnet. Wenn man vergisst, dass es Markenkrempler hat und das eigene Pokémon schon angeschlagen ist, dann könnte das ganz schön hässlich werden. Aber wenn man da so ein bisschen aufpasst, geht's eigentlich. Also es ist ziemlich gefährlich für mich, weil ich nie aufpasse. Was haben wir hier? Ah, Tappeleber. Und dieser Sunka, Sankabu oder so. Was wir hätten kriegen können, vermutlich. Hi. In diesem verlassenen Laden findet die Prüfung statt, aber ohne die Erlaubnis des Captains darf ich dich leider nicht durchlassen. Okay, die müssen wir uns wohl noch einholen, wie es aussieht. Na, ganz tolle Wurst. Gut, dann rennen wir mal geschwind zurück und kämpfen gegen diesen Mann. Haha, Dinge, die ich halt gerne so machen kann. So. Wir müssen bald gegen Geist-Pokémon kämpfen, ne? Also normale und Kampf-Pokémon sind relativ irrelevant. Das heißt, wir können auf jeden Fall Frankie zu Hause lassen. Der wird nicht allzu viel Sinnvolles ausrichten können. Gift ist auch nicht so gern gesehen. Das heißt, wir können eigentlich auch... Oh mein Gott. Wir können eigentlich auch gleich Sanchez mit zu Hause lassen. Käfer. Geist ist gut gegen Geist. Ach, ich weiß nicht. Aber Unlicht. Wir können gucken, dass wir vielleicht einige Unlicht-Pokémon zusammenkriegen. Müssen wir mal gucken, was wir dann alles so zusammennehmen. Mein nächstes kommt Garados. Wir kämpfen mal weiter. Vor allen Dingen Unlicht-Pokémon sind gut. Vielleicht wird es mal wieder Zeit für Opal. Ich denke schon. Wir werden, ich werde offscreen Opal ein bisschen trainieren, damit wir ihn dann gut im Kampf einsetzen können. Ich weiß nämlich nicht, was dann das Herrscher-Pokémon sein wird. Ich glaube, das letzte Mal war es Mimikma, oder Mimikyu, wie man es auch immer nennen will. Und als Supporter kam teilweise auch sowas wie Gengar oder sowas, richtig krass. Ich weiß aber nicht, ob es diesmal was anderes ist. Das kann sich ja unterscheiden. Also muss ich mich generell auf alle Geister-Pokémon konzentrieren und darf dann nicht irgendwie gucken, was da eventuell kommt. Sofern eigentlich immer die Unterstützer das eigentliche Problem in den Herrscherkämpfen sind. Also bisher war es jedenfalls oft so. Also Geister-Pokémon, Geister-Pokémon, Geister-Pokémon. Und da ist Unlicht am besten. Gucken wir mal, was wir da so zusammenkriegen. Das wird schon. Wobei sind, ich muss auch gucken, sind Geistattacken überhaupt, waren die gut gegen Gift eigentlich? Eigentlich könnte ich auch Gift-Pokémon drin lassen. Also ich könnte ja, zum Beispiel Sanchez kann ja auch trotzdem noch Knirscher und sowas. Und falls es doch Mimikma sein sollte, kann er ja auch dann normal noch angreifen. Wobei Mimikma natürlich, ja, wird es trotzdem nicht sehr effektiv sein. Ich muss dann mal gucken, was ich da machen kann. Wir müssen ja erstmal in diese Einrichtung und etwas rumquatschen, schätze ich. Wow, Yume! Das ist also das Ätherhaus. Oh, jemand Neues! Ihr müsst kämpfen! Wie, wo, was? Wir passen hier auf, bis Lola wieder zurück ist. Was? Okay? Hä? Ach so, wir müssen gegen die Vorschüler kämpfen. Ich dachte, ich muss gegen Tali kämpfen, irgendwie um die Clan zu unterhalten. Okay, ein Elekid. Hm.
Ist das eigentlich ein Elekid Level 32 noch ein Elekid? Okay, was vielleicht von dem Vorschüler ist. Oh, das war sehr gut. Oh, okay, die Basiswerte von dem Elekid sind vermutlich ohnehin nicht so gut. Mit so einer kleinen Mädel dran? Hat die dann jetzt irgendwie ein Magpie oder sowas? Ich kämpfe wie ein Großer. Gar nicht schlecht, oder? Kannst du meinem Magmunio mal sagen, dass der Kampf vorbei ist? Das tut weh. Achso, kannst du deinem Magmunio mal sagen, dass der Kampf vorbei ist? Das tut weh. Da bin ich wieder. Ich sehe, ihr habt euch schon kennengelernt. Meine Einkäufe sind jedenfalls erledigt. Wir kennen uns besser, als mir lieb ist. Nanu, wo ist denn Lilly? Lilly ist bei Hapu geblieben. Ja, doch bei Hapu geblieben. Aber sie kommen bald nach. In der Zwischenzeit könntet ihr doch eine Prüfung absolvieren. Na, welche? Na, meine natürlich. Ich bin schließlich ein Captain. Sag bloß, das wusstet ihr nicht. Oh. Irgendwie hat der Protagonist immer so voll den leeren Gesichtsausdruck. Ich dachte, das Ätherhaus wäre ein ruhiger Ort. Ja. Meine Prüfung findet in einem verlassenen Laden in der Nähe statt. Warte vor dem Ätherhaus auf mich, dann führe ich euch persönlich dorthin. Ach ja, Jemine. Das ging ja schneller als gedacht. Aber ob ich das jetzt schon will? Was soll das? Lass das bitte! Was denn? Deine Handtasche hat sich plötzlich bewegt. Da wird man doch wohl neugierig sein dürfen. Es könnte ja ein seltenes Pokémon drin sein. Das klauen wir nämlich, um uns was dazu zu verdienen. Aber auch weniger seltene Pokémon bringen Geld ein. Also lass mal rüberwachsen. Yume! Schon klar, jetzt kommt der mutige Trainer, der das Mädchen in Not beschützt. Aber die Tor vermassle ich dir, warte ab. Oh, Team Sky mal wieder. Die Frage ist, wo ist Hapu? Eigentlich war ja Lilly mit Hapu unterwegs, oder? Mit Hapu, meine ich natürlich. Hapu, Hapu, Hapu. Bei Hapu, Hapu, Hapu muss ich irgendwie immer an Pikmin denken. Oder an SpongeBob's Wimpern, wie sie im Morgentraining machen. Und wenn ihr die Szene kennt, seid ihr verdammt cool. Okay. So, dann zu knirschen wir mal eben. Yo, yo, yo. Und Hydra erreicht Level 43. Das kann nicht wahr sein. Was geht hier eigentlich ab? Das weiß ich auch nicht. Ach ja, wir kämpfen. Und du bist am Furnieren, Baby. Okay, genug. Mein Bro Traumato sieht auch schon total gelangweilt aus. Tschüssikowski. Puh, vielen Dank, Yume. Ich wollte mich auch einmal wie ein Trainer fühlen, aber war gerade ein wenig spazieren. Ich hatte mich von Hapu verabschiedet. Da wollte Wilkchen plötzlich aus der Tasche hervorkommen. Los, Wilkchen, das heißt, ich auch bei Yume bedanken. Ich würde mich ja gerne hiermit bei dir bedanken. Hoffentlich werden sie dir auf deiner Inselwanderschaft ein wenig von Nutzen sein. Sie? Ah, Luxusbälle. Ich habe gerade meine Besorgungen gemacht. Da habe ich sie aus der Laune heraus einfach gekauft. Luxusbälle? Du bist nicht meine Trainerin, Lilly. Oh, Lilly. Lilly, Lilly. Alles okay bei dir? Du siehst so erschöpft aus. Hier im Ätherhaus kannst du dich ausruhen. Danke, Lola. Ich denke, das werde ich auch tun. Meine Prüfung findet an einem Ort jenseits des Dorfes, der Kapu-Stadt, Yume. Komm am besten einfach mit. Wir waren eigentlich auch schon da, aber wir kamen noch nicht weiter, weil sie halt nicht da war. Los, folgen wir Captain Lola zu ihrer Prüfungsstätte. Natürlich. Yay, ich kann es kaum erwarten. Ich habe super Angst. Das ist wieder eine der Prüfungen, von denen ich auf jeden Fall mehr Angst habe. Und die Sache ist die, Frage ist, was für ein Team wir zusammenstellen. Von hier aus musst du einfach Route
14 folgen. Dann kommst du wie von selbst zu einem verlassenen Laden. Das ist die Prüfungsstätte. Gruselig. Muss ich schon sagen. So, wir gucken mal. Ich denke mal, Krabbox nehmen wir auf jeden Fall nicht mit. Okay, Geist ist nicht effektiv. Nee. Geist ist nicht effektiv gegen Unlicht. Guck mal, wir nehmen auf jeden Fall mal. Da. Opal mit. Opal bekommt man wieder einen Auftritt. Jetzt habe ich noch irgendwelche Unlicht-Pokémon, von denen ich nichts weiß. Nein. Gut. Okay. Das könnte immer noch gut sein. Gesteinflug. Also, jedenfalls psychische Pokémon sollte ich auf keinen Fall mitnehmen. Habe ich aber ohnehin nicht, ne? Gut, die Frage ist, wie Geist-Pokémon werden ja nicht nur Geistattacken einsetzen, ne? Für den selbst. Das ist alles ziemlich eindimensional gerade. Ich überlege. Ich werde mich auch nicht spoilern und gucken. Oh, das sieht so süß aus, das Candy. Die Augen. Könnte ich mich weghauen. War es das schon? Ist das jetzt hier unser Team? Bestreiten wir mit ihnen den Kampf? Knirscher. Knirscher, Biss und Finte. Unheilböen, Schattenfessler, Knirscher. Okay, habe ich noch irgendein Pokémon, welches, ich weiß nicht, sowas wie Knirscher kann? Irgendwelche Geistattacken? Hier, du kannst Biss. Du kannst auch Knirscher, aber bist ein Psycho-Pokémon. Nein, du kommst auf keinen Fall mit. Antikraft, Doppelkick. Nein, nein. Ich könnte natürlich Remus zu einem Nachtara machen. Nein. Kann ich Quadamag mitnehmen? Ich überlege gerade. Geist-Pokémon können aber Kampf-Pokémon treffen. Was kann Prügler? Was gut sein kann. Aber auch schlecht. Nehmen wir mal an, dass es ein Mimikma hat. Okay, ich weiß nicht, was das Herrscher-Pokémon ist, okay? Ich gehe mal davon aus, dass das Herrscher-Pokémon ein Mimikma ist. Aber ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass es ein Gengar sein könnte. Oder so. Ich weiß es nicht. Das letzte Mal war es, glaube ich, ein Mimikma auf jeden Fall. Und in dem Fall wären zum Beispiel, ja, wäre Stahl auch gar nicht mal so schlecht. In dem Fall würde sich ja zum Beispiel, ja, Damaskus gut machen. Oh, das ist schwierig. Oh, Damaskus ist echt gut. Weil... ich hätte gerne auch ein Mimikma. Okay, ich überlege mal, wenn es ein Gengar ist. Gengar ist auch noch vom Typ Gift. So, ein Geist-Gift-Pokémon. Das könnte die Sache natürlich auch noch beeinflussen. Vielleicht will ich irgendwie mit Boden-Pokémon oder sowas kommen. Also könnte ich ja vielleicht doch Hydra mit reinnehmen. Sache ist die, dass Bobo halt selbst auch ein Geist-Pokémon ist und dadurch auch Geist als Schwäche hat. Und aus diesem Grund sollte ich Bobo am besten vielleicht doch lieber ganz rauslassen. Nehmen wir Bobo mal raus und nehmen Hydra rein. Schauen wir mal so. Ich denke mal, das nehmen wir einfach mal. Ups, was habe ich getan? Das ist unser Team. Okay. Gut. Die nehme ich mit. Warte mal, ich muss jetzt noch ein bisschen sortieren. Warte mal. Ihr seid schon stark genug. Du bist stark genug. Du bist
stark genug und das ist stark genug. Die beiden, die müssen jetzt noch ein bisschen trainiert werden. Ich würde mal sagen, auf Level 40 mindestens. So, ja. Dann werden jetzt einfach mal noch Opal und Damaskus ein bisschen trainiert. In der Hoffnung, dass das was bringt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt, Yume Let's Play Pokémon Ultrasound und das Lock Challenge, wenn die beiden etwas stärker sind. Mindestens Level 40, am besten zu Level 41, 42. Muss man mal gucken. Gerade Opal hat eine Menge aufzuholen. Okay, gut. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao und bis zum nächsten Mal. Bye!